Die heutige Reise geht nach Jütland, genauer gesagt nach Nordjütland. Und Jütland befindet sich in Dänemark. Ich fahre nach Jütland über die große Bältbrücke. Sie hat eine Länge von ungefähr 18 Kilometern. Die Bältbrücke verbindet die Insel Seeland mit Fünen. Von Fünen gelangt man dann über die kleine Bältbrücke nach Jütland. Willkommen in Jütland. Ich bin sicher über die große Bältbrücke gekommen und am Leuchtturm in Hirtshals gelandet. Der Leuchtturm in Hirtshals ist 35 Meter hoch. Er ist einer der höchsten Leuchttürme in Dänemark. Erbaut wurde er am 26. Juni 1860. Von Hirtshals geht es weiter in den beschaulichen Küstenort Nørrevuruport. Er ist sehr beliebt bei Surfern wegen der Wellen. Diese Gegend wird auch als Cold Hawaii bezeichnet. Da es extrem windig war und ich die Filmaufnahmen nur mit meinem Handy gemacht habe, ohne Stativ oder ähnliche Dinge, möchte ich mich für die teilweise wackeligen Bilder entschuldigen. Es ist nicht ganz einfach, bei relativ starkem Wind das Handy ruhig zu halten. Mehr über Nørrevuruport gibt es dann später zum Ende des Filmes. Heute hat sich der Wind etwas beruhigt, dafür hat sich auch die Sonne aus dem Staub gemacht. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Diese Fischkutter der Strandfischer liegen gemütlich am Strand von Stenbjerg. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wenn nicht, naja. Der Leuchtturm von Lødbjerg. Für einen Leuchtturmbesuch wünscht man sich ja eigentlich klare Sicht und schönes Wetter, damit man, wenn man den Aufstieg gemeistert hat, mit einem tollen Blick über die Nordsee und den Nationalpark Thy, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, belohnt wird. Übrigens ist das der erste Nationalpark in Dänemark. Wer Hafenatmosphäre schnuppern möchte und maritimes Flair mag, soll sich den Hafen in Hanstholm auf keinen Fall entgehen lassen. Auf Dänisch heißt Hafen übrigens Havn. Ich war begeistert von der ganzen Atmosphäre und hätte Stunden dort verweilen können und zigtausend Fotos machen können. Aber ich musste ja weiter, denn ich hatte ein nächstes Ziel und zwar den Leuchtturm in Hanstholm. Für dänische Verhältnisse auf einem Berg gelegen, für Leute, die aus dem Mittelgebirge oder aus dem bergigen Land kommen, eher auf einen kleinen Hügel, strahlt der weiße Leuchtturm von Hanstholm im Normalfall in die Landschaft und aufs Meer. Ich weiß nicht, womit ich den Wettergott verärgert haben könnte, dass er mich mit nordischem Schittwetter bestraft. So ist der Blick verwehrt. Im Jahre 1843 wurde der Leuchtturm errichtet. Er hat eine Höhe von 23 Metern und eine Feuerhöhe von 65 Metern. Hallo, liebe Lichterwelt, Fotofreunde. Ich habe sie gefunden. Egon Olsen, seine Bunker. Es ist schon ein erhabenes Gefühl, hier zu stehen, wo Egon, Benny und Kjeld damals den Generalsschatz gesucht haben. Ich bin beeindruckt. Dip, 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 dip.
So, und wer mir jetzt noch sagen kann, welcher Bunker das von denen war, ja, den Preis gibt's nicht. Tschüss! Neuer Tag, neues Glück und der Wettergott hat nun endlich mal ein Einsehen mit mir. Ich bin in Löcken gelandet. Das Besondere an Löcken sind die weißen Badehäuser, die am Strand stehen. Wie für diese Region typisch, gibt es auch hier wieder die Fischkutter, die am Strand liegen und auf ihren nächsten Einsatz auf der Nordsee warten, mit hoffentlich fetter Beute drin. Sanddünen wie in einer Wüste. Abgestorbene und vom Sand verschüttete und zum Teil wieder freigelegte Vegetation. Ein verlassener Leuchtturm, bin mir sicher einer, wenn nicht sogar der bekannteste in Dänemark, der einsam von Sand umspült, dem Wetter trotzt und ein Touristenmagnet ist. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, man wäre in der Sahara. Dieses bizarr und bezaubernde Fleckchen Erde ist die dänische Wüste. Rødbjergknytte. Der kleine Film neigt sich nun dem Ende entgegen und ich mache noch einmal einen Abstecher nach Nørre Horupyr. Besonderes maritimes Flair aus. Thank you.
Zeit da, sich zu verabschieden, und ich sage Edo og ja komma tilbaka. Das war zwar jetzt nicht Dänisch, das war Schwedisch, aber es ist fast dasselbe. Ich hoffe, der kleine Film hat gefallen und bis zum nächsten Mal. Hejdå!